Herzlich willkommen im Weiblichen Werteforum. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Franz Alt. Und es ist mir eine große Freude, diesen vielseitigen Menschen vorzustellen, ist eine Herausforderung, das in Kürze zu tun. Dr. Franz Alt studierte Politikwissenschaft, Geschichte, Philosophie und Theologie. 1967 promovierte er mit einer Dissertation über Konrad Adenauer. Ab 1968 war er circa 35 Jahre Redakteur und Reporter beim Südwestrundfunk. 1972 bis 1992 war er Leiter des politischen Magazins Report. Seit 1992 ist er Leiter der Zukunftsredaktion Zeitsprung im Südwestrundfunk. Seit 1997 Leiter des Magazins Querdenker in Dreisat. Bis 2003 leitete er das Magazin, das Dreisat-Magazin Grenzenlos. Ab 2003 schreibt Franz Alt Gastkommentare und Hintergrundberichte für über 40 Zeitungen und Magazine, hält weltweit Vorträge und berät Konzerne und Regierungen in Energiefragen auf der ganzen Welt. Er hat 25 Bücher geschrieben, ich hoffe, die Zahl stimmt, sonst kann er das nachher noch ergänzen, die in 12 Sprachen übersetzt wurden und eine Auflage von über 2 Millionen erreichten. Er erhielt unendlich viele Auszeichnungen, wovon ich einige wenige nennen möchte, den Adolf-Grimme-Preis, die Goldene Kamera, den Bambi, den ersten deutschen Solarpreis, den europäischen Solarpreis, den Umwelt-Online-Award, den Menschenrechtspreis-Award, den Umweltpreis der deutschen Wirtschaft und viele weitere Auszeichnungen, nachzulesen auf seiner Webseite. Wichtige Themen sind ihm Klimawandel, eine solare Weltrevolution, Frieden, Menschenrechte und als Christ auch Jesus. Mit seinem Buch Jesus, der erste neue Mann, erreichte er 1990 Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Außerdem schrieb er das Buch, was Jesus wirklich gesagt hat. Eine besondere Verbindung pflegt er zum Dalai Lama. Aktuell hat er sein neuestes Buch herausgebracht. Der Klimaappell des Dalai Lama an die Welt schützt unsere Umwelt. Bei all den vielen Aktivitäten findet er Zeit heute für unser Interview. Das ehrt Sie sehr, Herr Dr. Franz Alt, und ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen im Weiblichen Werteforum. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Tag, Frau Winkels. Hallo. Ja, ich weiß nicht, habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen jetzt bei Ihrer Vorstellung? Möchten Sie da was ergänzen? Das war eine sehr lange Vorstellung, das reicht völlig. Vielen Dank. Sie meinen, es reicht, aber es gäbe ja viel mehr über Sie zu sagen und Sie sind wahrscheinlich auch den meisten Menschen bekannt, weil Sie schon so viele Jahre unterwegs sind und für Rechte kämpfen, für Frieden kämpfen und für alle diese Dinge. Und das freut mich sehr, dass Sie heute für uns Zeit haben. 6000 Jahre Patriarchat hat die Welt in eine Schieflage gebracht und das Weibliche und Männliche schmerzhaft getrennt. Die ganzen Wunden sind ausreichend bekannt. Ich möchte mit Ihnen im Gespräch Möglichkeiten zur Veränderung entdecken. Momentan erleben wir eine völlig unbekannte Situation in der Welt, die Welt scheinbar im Stillstand. Ist das unsere Chance, aufzuwachen
und eine neue Zukunft zu gestalten? Die Frage ist eigentlich, ob wir die Chance nutzen. Jede Krise, das zeigt die ganze Menschheitsgeschichte, war immer eine Chance. Die Frage ist, was machen wir aus dieser Krise? Entschleunigung zum Beispiel könnten wir lernen, das täte der Welt ganz gut. Oder wir könnten auch lernen, die sozialen Berufe ernster zu nehmen, besser zu bezahlen, als das bisher der Fall war. Da sind wir ja gleich bei unserem Thema. Also die sozialen Berufe werden ja meistens von Frauen ausgeübt. Und man sieht in dieser Corona-Krise eigentlich eines unserer großen Probleme. Betroffen von Corona, direkt betroffen von diesem Virus, sind überwiegend Männer. Aber den Laden am Laufen halten überwiegend Frauen in den sozialen Berufen. Und diese sozialen Berufe sind weitgehend weiblich, aber unterbezahlt. Also das könnten wir zum Beispiel lernen. Und das wäre auch für eine Bewegung wie die Ihre, die Maria Magdalena Bewegung, ganz wichtig, daraus dann ein großes Thema zu machen. Das Weibliche, das, was Frauen tun, das, was weibliche Werte sind, ernster zu nehmen, als wir das bisher in den vielen tausend Jahren Patriarchat gemacht haben. Schauen Sie doch mal allein, liebe Frau Winkels, zu unserer Lebenszeit, was die berühmtesten Männer an der Spitze der Staaten angestellt haben. Allein zu unserer beider Lebenszeit. Hitler, Stalin, Franco, Mussolini oder in der heutigen Zeit die Herren Trump oder Putin oder Erdogan oder der brasilianische Präsident oder der Herr Kim in Nordkorea. Es waren alles Männer, die Millionen Tote durch Kriege und Gewalt zu verantworten haben. Oder wenn man bedenkt, wie viele hunderte Millionen Menschenrechtsverletzungen auf das Konto dieser Männer gehen. Man könnte Erdogan, man könnte Assad noch dazu zählen. Man würde gar nicht mehr fertig. Aber all die Männer, die das auf sich geladen haben, die das zu verantworten haben, nur nennen würde. Allein die Aufzählung dieser Männer herrschen, denn der letzten 100 Jahre vielleicht oder 80 Jahre vielleicht zeigt, dass es höchste Zeit ist, dass wir das Weibliche ernster nehmen müssen, als wir das bisher gemacht haben in den vielen tausend Jahren Patriarchat. Patriarchat heißt ja nicht nur böse Männer umtauschen gegen gute Frauen. Patriarchat heißt, dass einmal die Männer lernen müssen, das Weibliche in sich zu entdecken, zu akzeptieren und zu integrieren, wie das der große Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung vorgeschlagen hat. Also Männer müssten mehr ihre Anima, das Seelische, das Weibliche integrieren. Aber Frauen genauso das Männliche in sich entdecken, anerkennen und besser integrieren als bisher. Also Frauen sollten mehr als bisher Animus integrierte Menschen werden, so wie Männer eher und mehr als bisher Anima integrierte Menschen werden müssten. Dann haben wir eine bessere Balance zwischen männlich und weiblich. Und das scheint mir nach meiner Lebenserfahrung die Basis und die Voraussetzung dafür zu sein, dass wir zu einer besseren Welt kommen mit weit weniger Gewalt und mehr Weitsicht, also mehr an die Folgen dessen denken, was wir heute tun. Ja, Sie sprechen da natürlich das Wichtigste aus dem ganzen Thema an. Wenn ich mir das jetzt so betrachte, nach dieser langen, langen geprägten Zeit haben es ja die Männer auch sehr schwer, so für sich die richtige Identität zu finden und dieses Weibliche auch in sich anzuerkennen. Früher hieß es ja dann, ja, das ist ein Weichei und so, und wer will ein Weichei sein? Das ist ja recht schwierig, aber Sie haben ja schon Erfahrung und ich denke, Sie sind auch mit einem großen Teil Ihrer weiblichen Seite unterwegs, sonst würden Sie das alles nicht so schaffen, stimmt's? Das habe ich in einer Therapie erst lernen müssen. Also in meiner ersten Lebenshälfte
war ich auch ein typischer Mann. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ich habe meine Doktorarbeit über Konrad Adenauer geschrieben, haben Sie vorhin erwähnt. Mir ist überhaupt nicht aufgefallen, als ich in den 60ern diese Arbeit geschrieben habe, dass dieser Konrad Adenauer 3 Bundesregierungen zusammengestellt hat, ohne eine einzige Frau. Diese Einseitigkeit ist mir in meiner ersten Lebenshälfte überhaupt nicht aufgefallen. Also ich war auch ein typischer Macho. Erst später ist mir aufgefallen, dass der Adenauer in seiner 4. Regierung, das war dann Anfang der 60er, zum ersten Mal eine Frau aufgenommen hat, die Frau Schwarzhaupt. Mhm. Vorher wurde er mal von einer Journalistin darauf angesprochen, ja, warum besteht denn das ganze Bundeskabinett, die ganze Bundesregierung immer nur aus Männern? Und wissen Sie, was dieser alte Patriarch gesagt hat? Wissen Sie, liebe Journalistin, wenn Männer unter sich sind, können sie doch viel offener reden, als wenn da eine Frau dabei wäre. Das war die Antwort. Und dieser Männlichkeitswahn ist mir überhaupt nicht bewusst geworden. Erst nach einer typischen eigenen Lebenskrise, einer Partnerschaftskrise, typisch für uns Männer, in der Lebensmitte ist mir das aufgefallen, dass da einige, ich habe immer gedacht, warum ändert sich meine Frau nicht? Mhm. So denken wir Männer halt. Und dann habe ich zum Glück eine tolle Therapeutin kennengelernt, das war noch eine Schülerin von Carl Gustav Jung, dem großen Schweizer Tiefenpsychologen. Und da ist mir aufgegangen, auch über das Beachten meiner Träume, was eigentlich alles meine eigenen Probleme sind. Und in dem Augenblick, als ich anfing, damit zu arbeiten und mehr als vorher in mich hineinzuhören, auch mehr auf meine Träume zu achten, in dem ist mir klar geworden, dass alles, was ich von meiner Frau damals erwartet habe, nichts anderes als meine eigenen Probleme waren. Und als es dann dazu kam, dass ich für diese Probleme auch Lösungen gefunden habe, ging es uns beiden und unserer Partnerschaft viel, viel besser. Also ich selbst habe lernen müssen, dieses Weibliche in mir, dieses Zärtliche in mir, besser anzunehmen, zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Und ich denke, eines der Hauptprobleme unserer Zeit nach diesen vielen tausend Jahren Patriarchat ist, wenn wir lernen, partnerschaftlicher, ganz sachlich partnerschaftlicher, so wie Jesus und Maria Magdalena das vorgelebt haben. Deshalb ist das ein so wichtiges Paar, ein vorbildlich emanzipiertes Paar. Ich nenne es mein Traumpaar. Dieser Jesus und seine Gefährtin Maria Magdalena ist das Traumpaar für eine bessere Welt. Und deshalb ist es so gut, dass wir dieses Paar besser kennengelernt haben, als das auch die Kirchen und die Theologen viele tausend Jahre gemacht haben. Sie haben das Weibliche und auch dieses Partnerschaftliche zwischen Maria Magdalena und Jesus komplett verdrängt. Sie haben aus Maria Magdalena eine Hure, eine Prostituierte gemacht, damit sie das ja nicht ernst nehmen müssen. Das zeigt schon, was da falsch gelaufen ist. Es musste erst ein Papst, dieser Franziskus, dieser heutige Franziskus kommen, der vor 4 Jahren jetzt zum ersten Mal gesagt hat, Maria Magdalena ist die Apostelin der Apostel. Und das Geheimnis dieser Partnerschaft ist eigentlich ganz einfach. Er ging in die Schule von ihr und sie ging in die Schule von ihm. Die haben beide voneinander gelernt. Jesus ging in die Schule von Frauen. Das hat damals niemand verstanden und das haben heute viele Männer in den Männerkirchen leider auch noch nicht verstanden. Sonst hätten die Kirchen ein ganz anderes gesellschaftliches und gesellschaftspolitisches Gewicht, als sie heute haben. Es laufen ja den Kirchen auch in Deutschland und in allen anderen westlichen Ländern massenhaft die Leute davon. Die Kirchen müssen sich ganz intensiv fragen, warum das so ist. Einseitige Männerkirchen sind einfach nicht auf der Höhe der Zeit. Die Kirchen brauchen Glasnost und Perestroika, würde Michael Gorbatschow sagen, um auf die Höhe der Zeit zu kommen.
Das ist ein hochinteressanter Mann. Übrigens der einzige prominente Mann von den vielen Prominenten, die man als Journalist so kennenlernt im Laufe der Jahre, der mir mal gesagt hat, alles, was ich bin, verdanke ich drei Frauen. Meiner Frau Raisa, meiner Mutter und meiner Schwester. Ich kenne keinen einzigen anderen prominenten Mann, der so sehr auf die Wichtigkeit und Dringlichkeit des Weiblichen hingewiesen hat, auch für Männerkarrieren. Also das finde ich sehr interessant, dass dieser Gorbatschow, der wirklich die Welt verändert hat, sagt, ich konnte das nur machen in der Schule von drei Frauen, die wichtig waren in meinem ganzen Leben. Und ich habe auch die Raisa Gorbatschowa kennenlernen dürfen mit ihm zusammen. Ich hatte die in meinen Sendungen. Ein wunderbares Paar, auch ein Traumpaar. Die beiden waren für mich das politische Liebespaar des 20. Jahrhunderts und die beiden zusammen haben die Welt verändert. Da sieht man, was möglich ist und was notwendig ist, wenn Männlein und Weiblein vernünftig und partnerschaftlich und gut zusammenarbeiten. Das war jetzt eine volle Ladung von Ihnen. Und ja, ich möchte verschiedene Aspekte nochmal aufgreifen. Als erstes finde ich es ganz, ganz toll, was Sie zu Ihrer persönlichen Entwicklung gesagt haben, dass Sie sich auch nicht scheuen, hier mitzuteilen, dass Sie eine Therapie gemacht haben. Da tun sich Männer ja besonders schwer. Ne? Sie denken ja dann immer, da werden sie als verrückt erklärt, sobald sie sich zu einem Therapeuten begeben. Also das fand ich jetzt ein ganz tolles Zeugnis von Ihnen, das Sie auf den Weg gebracht hat, dass Sie mit Ihrer weiblichen Seite konfrontiert hat. Und Sie sprechen ja aus, dass Sie in Ihre Gefühlswelt eingetaucht sind, Ihre Träume wahrgenommen haben, akzeptiert haben und Lösungen dort gefunden haben. Und vor allen Dingen auch die Unterstützung Ihrer Frau. Das, was Sie so sprechen und dass eine Frau da ist, sozusagen, die das trägt. Das gehört ja auch dazu. Wenn ein Mann seinen Prozess durchläuft, seine Entwicklung macht, gibt es immer auch eine Frau, die das mitträgt. Und dann kann da was Gutes draus werden. Das verbindet auch in der Partnerschaft, was Sie so auch beschrieben haben. Also das muss ich sagen, das ist sollte eine Ermutigung sein für die Männer, die hier auch unsere Interviews anschauen oder hören. Das sind auch einige im Verteiler von den Männern. Also die Männer sind im Aufbruch. Ne? Und wir brauchen Geduld mit ihnen, dass sie ihren Weg finden können. Und es gibt schon einige Männer, die da voll gut auf dem Weg drauf sind. Und das gibt auch Hoffnung. Ne? Dass da weitere Entwicklung ansteht. Dann also haben Sie auf mein Buch zum Beispiel Jesus, der erste neue Mann. Ja. Das habe ich geschrieben nach meiner Erfahrung in meiner Therapie. Haben sich auch viele Männer gemeldet. Das Buch ist meistens von Frauen gekauft worden, aber die Frauen haben es ihren Männern dann auch zum Lesen gegeben. Und seither weiß ich schon, dass es neben einer ganz intensiven Frauenbewegung für mich die wichtigste Bewegung überhaupt, die wir weltweit hatten in den letzten Jahren, dass Frauen sich auch trauen, sich mehr zu emanzipieren, als das bisher der Fall war. Das Wichtige infolge der Frauenbewegung wäre, dass es jetzt eine Männerbewegung gibt. Es gibt sie ja zum Teil und in Ansätzen schon, aber noch lange nicht so intensiv wie die Frauenbewegung. Ich glaube, neben der Umweltbewegung, die auch ganz wichtig war, ist die Frauenbewegung in den letzten Jahrzehnten die wichtigste soziale Bewegung in der ganzen Welt gewesen. Und da brauchen wir jetzt eine ähnlich starke Männerbewegung, damit das eher ins Gleichgewicht oder, wie ich auf Ihren Internetseiten gelesen habe, immer wieder in Balance, mehr in Balance gerät. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Und das ist ja auch etwas, was zwischen diesem Jesus und dieser Maria Magdalena ja auch so sehr gestimmt hat. Es gibt ja inzwischen ein Evangelium, das wir seit einigen Jahrzehnten kennen, das ist nach Maria Magdalena benannt. Und in diesem, ich schreibe gerade ein Buch darüber, deshalb ist mir das so präsent, in diesem bisher geheimen Evangelium von Maria Magdalena wird klar,
warum die beiden jeweils in die Schule des anderen gingen. Dieser Jesus hat seine wichtigsten Botschaften nicht den Männern um sich herum anvertraut. Ich glaube, er wusste genau, warum. Er hat sie einer Frau anvertraut und hat einer Frau Dinge gesagt, die er gegenüber den Männern, weil er wusste, die verstehen das wahrscheinlich gar nicht, nicht gesagt hat. Und da kommen Dinge heraus, die wir halt einfach nicht beachtet haben und die auch in den Kirchen so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt haben. Sonst wären die Kirchen nicht so männlich einseitig, wie sie sind. Es ist ja sehr komisch, dass ausgerechnet dieser Mann, den man wirklich als den ersten neuen Mann in der gesamten, zumindest unter den Prominenten und die bekannt geworden sind, als ersten neuen Mann in der ganzen Weltgeschichte bezeichnen kann. Das war weder Platon noch Aristoteles noch Sokrates. Wir wissen, welche Probleme die alle mit ihren Frauen hatten. Das ist historisch alles ganz einwandfrei. Und dass die überhaupt nicht Anima integriert waren. Jesus ist wirklich der erste von allen Prominenten, von denen wir es besser wissen, der erste neue Mann der Weltgeschichte. Der hatte ein völlig normales, damals völlig außergewöhnliches Verhältnis zu Frauen. Er hat sie einfach ernst genommen. Frauen waren seine großen Vorbilder. In dieser unglaublich männerdominierten Zeit vor 2000 Jahren, die war noch männerdominierter als unsere Zeit, kommt da einer, der wie selbstverständlich mit Frauen umgeht und Frauen ernst nimmt und in die Schule von Frauen geht. Und die Männer um ihn, seine Apostel, immer zurechtweist, wenn sie ihn kritisieren wegen seines Umgangs mit Frauen. Er weist Männer zurecht, übrigens. Wahrscheinlich musste er deshalb auch verschwinden. Weil er ein völlig neues, unverkrampftes, selbstverständliches Verhältnis zu Frauen hatte. Und die Kirchen reden heute noch immer, anstatt dieses zu akzeptieren und anzuerkennen und als Beispiel zu sehen, vom Herrgott. Ich war vor einigen Wochen in der Südpazifik, habe dort eine Vortragsreise gemacht und war in einem von einer deutschen Gemeinde organisierten Gottesdienst am Sonntagmorgen. Liebe Frau Winkels, ich glaube, gefühlte 100 Mal habe ich in diesem Gottesdienst wieder gehört, unser Herr, unser Herr, unser Herr, der Herrgott, der Herrgott, der Herrgott. Und ich habe mich auch während dieses Gottesdienstes immer wieder gefragt, was macht das auch mit unseren Seelen? Wenn wir so einseitig in unsere Kirchen gepolt sind, dass wir in unserem Gottesbild so einseitig geblieben sind, wie es Jesus nie gewesen ist. Das ist alles vorjesuanisch, was wir heute noch für ein Gottesbild haben. Und diese vorjesuanischen Kirchen in ihren ganzen patriarchalischen Ausdehnung und Männereinfalt sind nicht auf der Höhe der Zeit. Die werden verschwinden in wenigen Jahrzehnten, wenn sie sich nicht endlich öffnen für das, was wir in den letzten Jahrzehnten über die Tiefenpsychologie, über Leute wie Freud und Jung oder in Leuten von feministischen Theologinnen zum Beispiel wie Hannah Wolf oder Christa Mulack in den letzten Jahren lernen könnten. Christa Mulack, die wunderbare Bücher auch über Maria Magdalena und über die Weiblichkeit Gottes geschrieben hat. Oder dieses Buch, das mich wirklich geprägt hat, ich will das einfach mal in die Kamera zeigen, von Hannah Wolf, Jesus, der Mann. Ein ganz zentrales Buch, aus dem ich sehr viel gelernt habe, eben über diese Hannah Wolf. Also es gibt ja die Möglichkeit, in diesen Schulen, die ich genannt habe, in der tiefen Psychologie oder auch über Eugen Drewermann, man kann auch Männer nennen, denen man viel verdanken kann. Eugen Drewermann hätte niemals diesen großen öffentlichen Wirkung erreicht, wenn er nicht immer das Weibliche, nicht nur in sich, sondern auch in seinen Büchern, in sein Gottesbild immer integriert hätte. Das heißt, wir haben schon die Chancen heute, von den genannten Autoren, Autorinnen, feministischen Autorinnen, auch einigen Männern in der Theologie zu lernen, dass Jesus ein integrierter Mann war. Es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet dieser Jesus von Nazareth einer ist, über den heute jeden Tag 3 Bücher erscheinen. Frau Winkel, Sie haben richtig gehört, im Jahr 1000 Jesusbücher. Offenbar können wir diesen Jesus von Nazareth einfach nicht vergessen.
Der hat vor 2000 Jahren gelebt. Und jetzt, 2000 Jahre später, erscheinen täglich drei Jesusbücher. Ein einmaliges Phänomen in der ganzen Weltgeschichte. Ja, warum wohl? Warum erscheinen dann nicht über Sokrates und über Plato oder über Aristoteles oder über Konfuzius oder über Buddha auch so viele Bücher? Auch Buddha hatte Probleme mit, große Probleme mit Frauen. Die haben Frauen weitgehend, also die anderen Vorbilder in der Geschichte haben Frauen weitgehend, wenn es unbedingt notwendig war, akzeptiert. Jesus ging in die Schule von Frauen. Das ist etwas ganz Einmaliges und Erstmaliges gewesen. Und das ist das Geheimnis, dass er bis heute präsent ist, wie kein anderer Mensch in der Weltgeschichte überhaupt. Über wen sind je so viele Gebäude errichtet worden? Wie über Jesus von Nazareth. Über wen sind so viele Gedichte geschrieben? Es ist so viel Musik komponiert worden. Wie über diesen einmaligen, wunderbaren, ersten neuen Mann. Also da muss man sich doch intensiver fragen, als die Kirchen das bis jetzt und bis heute tun. Warum werden Kirchen immer langweiliger? Und Jesus bleibt spannend. Wenn er nicht spannend wäre, würden nicht jeden Tag drei neue Jesusbücher erscheinen auf der Welt. Also dieser Jesus hat uns sehr viel zu sagen, weil er ein Freund der Frauen war und weil die Frauen genau deshalb verrückt waren nach diesem wunderbaren jungen Mann aus Nazareth. Da haben Sie wieder ganz viel Weisheit übermittelt. Ich möchte auch nochmal aufgreifen, dass ja in unseren in den großen Weltreligionen die Göttin fehlt, die ja früher verehrt wurde, ne? Diese große Muttergöttin. Und ich glaube, dass Patriarchats zumindest, ja klar. Ja, all die patriarchalen Religionen sind so männlich ausgerichtet auf diesen einen Vatergott. Oder wenn Sie sagen, da war immer nur vom Herrgott die Rede. Und diese Muttergöttin sollte wieder den Platz einnehmen in unserer Gesellschaft. Vielleicht ist ja Maria Magdalena der Archetyp für diese Muttergöttin, weil sie ja die Partnerin zu Jesus war. Und Sie haben genau gesagt, er ging bei ihr in die Schule. Manche gehen davon aus, dass sie ja eine Isis-Priesterin war, von der er wirklich auch gelernt hat. Und möglicherweise ist er durch Maria Magdalena initiiert worden mit seiner Weiblichkeit. Also davon würde ich stark ausgehen. Ja. Und deswegen auch diese Faszination und diese Beziehung zu Frauen. Und er wusste, was er an dieser Maria Magdalena hatte. Und davon können wir nur lernen. Aber auch das, was Sie sagten, die Frauen Emanzipation. Auch da, glaube ich, ist bei den Frauen noch Nachholbedarf. Die Frauen sollen nicht die besseren Männer sein, sondern sie sollen genau dieses Weibliche in die Welt bringen, diese weiblichen Qualitäten, die heute notwendiger denn je sind. Und vielleicht ist ja jetzt auch dieser Stillstand durch Corona die Chance zu spüren, auch zu fühlen, in sich selber zu fühlen und nach den weiblichen Werten Ausschau zu halten, dem vielleicht hier die Krone aufgesetzt wird. Corona ist ja auch die Krone. Krone, ja. Die Krone, dass der Weiblichkeit wieder die Krone aufgesetzt wird, die sie verdient. Und damit eben die Welt verändert mit diesem. Wer hat gesagt, die Welt wird nur durch, war das Gandhi, die Welt wird durch Frauen geheilt? Ich möchte vielleicht ein Stichwort aufgreifen darf. Ja. Die Göttin oder das Weibliche in Gott, auf Christa Müller immer wieder völlig zu Recht aufmerksam macht. Ich glaube, so wie unsere Kirchen Männerkirchen wurden und wir halt im Patriarchat leben, genau das ist passiert mit unserem Gottesbild. Wir haben ein rein männlich geprägtes Gottesbild. Dieser Herrgott spielt immer eine ganz entscheidende Rolle. Das Weibliche in Gott, also die Göttin, wie man vielleicht auch sagen sollte, ist vernachlässigt worden. So wie im Himmel, so auf Erden ist es genauso passiert. Und das ist das, was wir vielleicht jetzt oder sehr wahrscheinlich jetzt wieder entdecken müssten. Warum hat denn Jesus gesagt, werdet vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist? Und vollkommen, heute sagen wir oft ganzheitlich.
sind wir halt nur, wenn wir als Mann ganzer Mann sind, auch das Weibliche in uns integrieren, oder als Frau ganze Frau sind oder vollkommene Frau sind, wenn wir das Männliche in uns integrieren. Und das hat auch Jesus sehr deutlich gesagt, dass das notwendig ist. Werdet vollkommen wie euer himmlischer Vater, ist ein unglaublicher Anspruch und ein unglaubliches Wort. Ich habe leider noch nie eine Predigt gehört über dieses wichtige Thema. Das heißt, die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Worte, werdet ganzheitlich. Gott, ihr seid Kinder Gottes. Wenn wir das, diese Aussagen von Jesus halbwegs ernst nehmen und verstehen, müssen wir doch sofort auf einen Blick sehen, dass wir ganzheitlich, dass wir vollkommen werden sollten, dass wir zu großen Berufen sind. Und das ist halt leider auf der Strecke geblieben in diesem Patriarchat. Und das kirchliche Patriarchat, also dieses Männerpriestertum, war sozusagen die Basis des gesamten Patriarchats, weil das im Christentum, weil das im Judentum, weil das im Islam alles männlich war, in allen monotheistischen Religionen, hat immer das männliche Gottesbild überwogen. Und deshalb ist das dann auch auf der Erde bei uns Menschen so übernommen worden. Das Menschenbild und das Gottesbild einer Kirche oder eines jeden Einzelnen hängt immer zusammen. Wir können kaum ein anderes Gottesbild haben, als wir ein Menschenbild haben. Wir haben ein patriarchales Menschenbild und deshalb haben wir auch ein patriarchales Gottesbild. Die Göttin, die Bedeutung des Weiblichen in Gott oder wie auch immer, haben wir verdrängt, vernachlässigt und total vergessen. Und deshalb ist auch auf dieser Erde alles so gelaufen, wie es läuft bis heute. Ich habe am Anfang die Männerherrschaft, die wir in den letzten 100 Jahren erlebt hatten, ja aufgezählt. Und man könnte noch viele andere Männer nennen, bei denen alles sehr, sehr einseitig gelaufen ist und sehr verpatrialisiert und sehr auf Gewalt bezogen und zu wenig an weiblichen Werten orientiert. Vielleicht lernen wir das, mir ist das noch nicht durch den Kopf gegangen, was wir eben gesagt haben, Corona, Krone, bedeutet ja, dass wir der Schöpfung endlich vielleicht die Krone aufsetzen und das Männliche und das Weibliche in dieser Krisensituation zusammenbringen und als Chance begreifen. Auch in einer Osterwoche, in der wir dieses Gespräch führen, wäre es ja sehr sinnvoll, über diese Zusammenhänge von männlich und weiblich nachzudenken. Es ist ja auch kein Zufall, liebe Frau Winkels, dass es eine Frau war, diese Maria Magdalena, die am Ostermorgen das entscheidende Wort für das gesamte Christentum, er lebt, gesagt hat. Das ist das entscheidende Wort für das gesamte Christentum, er lebt. Und in einer Karwoche müssen wir vielleicht lernen, dass nicht die Anbetung des Kreuzes das Entscheidende ist, sondern das, was zwei Tage nach dem Karfreitag passierte, Ostern. Er lebt, in welcher Form auch immer, darüber kann man ewig streiten. Ich habe auch mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben, auch dass man das sich nicht physisch vorstellen darf. Also da war eine Leiche und zwei Tage später war da wieder ein lebendiger Mensch. Also ich kann mir einen liebenden Gott nicht vorstellen, der da seine eigenen Schöpfungsgesetze verletzt. Also Tod ist Tod. Da ist etwas Außergewöhnliches passiert an Ostern. Ob das unbedingt physisch sein muss, kann man wirklich in Frage stellen. Es gibt viele Theologen auch, seit wir eine kritisch-historische Jesus-Forschung haben, die das bestreiten, die sagen, dass was anderes passiert. Es gibt medizinische Erklärungen, die heute leicht deutlich machen, dass zum Beispiel der Lanzenstich in die Seite Jesu der Rettungsanker war. Und dass er deshalb überleben konnte. Vielleicht hatte er eine Nahtoderfahrung. Könnte auch sein. Oder ist etwas anderes passiert, was wir uns heute nicht vorstellen können. Vielleicht, sagt Eugen Drewermann, müssen wir uns das alles nur symbolisch vorstellen. Er bringt wunderbare Erklärungen dafür. Also jenseits der physischen Erklärung, da lag eine Leiche und die wurde lebendig gemacht, brauchen wir andere Vorstellungen von diesem Osterfest. Oder vielleicht ganz einfach hat Maria Magdalena ihn gesund gepflegt. Sie war ja auch unter dem Kreuz, im Gegensatz zu den Männern, die alle feige sich davongeschlichen haben. Die waren weg vom Acker. Maria Magdalena stand da bei ihrem Freund und bei ihrem Gefährten und war die Erste, die sich am Ostermorgen, vielleicht auch schon am Samstag, um ihn gesund zu pflegen, wieder dorthin, wo man ihn hingelegt hat.
gegangen ist. Und er hat ja auch ihr nicht gesagt, berühre mich nicht, ich bin tot. Er hat gesagt, ich lebe. Wenn man das richtig aus dem Aramäischen, aus den Urtexten übersetzt. Und wir haben ja heute die Möglichkeit, die Peshittat, die Urtexte, lange vor den klassischen Evangelien, auf die wir alles zurückführen, geschrieben, machen ja deutlich, dass Jesus nicht gesagt hat, ich bin tot, berühre mich nicht, ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, sondern dass er gesagt hat, berühre mich, ich lebe. Das ist was ganz anderes. Wir müssen an die aramäischen Texte gehen, wir müssen den aramäischen Jesus wieder finden und entdecken. Und dann haben wir auch dieses partnerschaftliche Verhältnis zwischen Jesus und Maria, lebt ganz anders auf, wenn ich an die eigentlichen Urtexte gehe, wenn ich zum aramäischen Jesus zurückgehe. Wie gesagt, an diesen Texten arbeite ich da gerade. Und was hat die Kirche daraus gemacht? Sie hat eine Hure, sie hat eine Prostituierte aus ihr gemacht. Maria Magdalena, das lässt sich heute historisch überhaupt nicht mehr bestreiten, war die erste Päpstin. Und wenn heute die Männer sagen, also nehmen Sie mal den Kardinal von Köln, Herr Wölki, der hat gerade jetzt vor einigen Wochen in der Süddeutschen Zeitung gesagt, wir dürfen leider Frauen nicht weihen. Frauen dürfen nicht Priesterin werden, weil Jesus ja nur Männer um sich hatte. Ja, die Männer waren alle aus Galiläa. Ich habe noch nie gehört, dass ein Pole nicht Katholik sein darf, weil er nicht aus Galiläa ist. Aber ein Pole wurde sogar Papst. Oder ich habe noch nie gehört, dass ein Argentinier oder ein Deutscher aus Bayern nicht geweiht werden darf, weil er nicht aus Galiläa war. Also wie blöd ist das, was uns die Männer heute noch erzählen, die Männerkirchen. Das war die engste Vertraute, das war die, der das entscheidende Wort des Christentums gesagt hat. Er lebt, er hat den Tod überwunden. Ohne diese Frau, wie haben die Männer reagiert, als Jesus sie zu ihnen geschickt hat? Weibergeschwätz. Glauben wir nicht, gibt's doch gar nicht. Das ist ja verständlich, dass Männer so reagieren. Also wahrscheinlich hätte ich auch nicht anders reagiert, da war eine Leiche und jetzt lebt die wieder. Deshalb sage ich ja, wir müssen andere Zugänge zu diesem Ostern finden, als wir das bisher hatten. Symbolische Zugänge oder was die moderne Medizin uns sagt, wie das leicht erklärbar ist. Das wusste man vor 100 oder vor 200 Jahren noch nicht. Die heutige Medizin sagt, der Lanzenstich war die Rettung. Da gibt es eine Reihe von Theologen, gibt es auch Bücher darüber, das kann man nachlesen, wenn man will. Also auch deshalb sage ich immer wieder, die Kirche muss endlich auf die Höhe der Zeit kommen. Der alte Konflikt zwischen Wissenschaft und Glauben ist überwindbar. Und Jesus hat dieser Maria Magdalena, um diesen alten klassischen Konflikt zu überwinden, ein Geheimnis verraten. Ja, dieses. Der Nous ist entscheidend. Was ist denn Nous, dieses griechische Wort? Haben wir oft mit Geist oder mit Seele übersetzt. Es ist etwas ganz Einfaches. Nimm deinen Verstand und nimm dein Herz zusammen. Also das, was männlich überwiegt, einerseits Verstand, und das andere, was weiblich überwiegt, das Herz. Nimm Verstand und Herz zusammen. Bleib einfach sachlich und du kannst zu neuen Erkenntnissen kommen. Werde selbstbewusst. Das ist das große Geheimnis, das Jesus mit dieser Maria Magdalena besprochen hat. Und dieses wunderbare Traumpaar hat das verstanden und gelebt. Und nur deshalb konnte diese Maria Magdalena sozusagen die große Osterbotschaft, der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Liebe ist stärker als der Tod. Weiter sagen und weiterleben. Das ist die eigentliche Osterbotschaft. Und was haben die Kirchen daraus gemacht? Frauen dürfen das nicht sagen heute. Es ist doch furchtbar. Aus diesen Kirchen kann nie etwas werden. Wenn wir diese Weiblichkeitsfeindlichkeit nicht endlich überwinden. Und deshalb ist es so wichtig, dass sie diese Maria Magdalena Vereinigung gegründet haben. Da kann ich nur gratulieren dazu. Das ist das genau, was unsere Zeit braucht. Zwei so große Vorbilder, mit denen man arbeiten kann, was jeder für sich in seinem Bemühen um Vollkommenheit oder Ganzheit erarbeiten muss und wie dies partnerschaftlich zusammengeht. Das ist eine wunderbare, große Vorgabe für gelingende Partnerschaft. Ja, das Geheimnis möchte ich nochmal aufgreifen von der Auferstehung. Es gibt ja heute auch schon so Vorstellungen, dass dieser Jesus schon in einer anderen Dimension
auferstanden ist, dass das sein Wandlungsprozess war. Tod ist ja immer auch Wandlung. Und diese Wandlung in eine, zum Beispiel die fünfte Dimension. Ich denke, es leben ja heute auch schon Menschen unter uns, die schon in dieser Dimension sind, die sich materialisieren können, die aber auch sozusagen mit ihrem Ätherleib unterwegs sind. Und weil Maria Magdalena hat ja auf Anhieb diesen Jesus zuerst nicht erkannt. Das war halt auch seine neue Ausstrahlung, die er hatte, die sie erst auch mal begreifen musste. So wie das auch für uns ein Geheimnis ist, diese Auferstehung. Und das, glaube ich, war auch das ganz Neue an dieser Situation, weil sie ja dann auch die Botschaft in die Welt bringen sollte, sodass Auferstehung möglich ist. Diese erste Auferstehungszeugin, die ja sagt, es geht mit dem Tod nicht, ist nicht alles aus, sondern es geht weiter, da kommt eine neue Dimension. Und in dieser neuen, verklärten Dimension hat sich dieser Jesus, dieser Maria Magdalena geoffenbart. Finde ich so. Ja? Das könnte sehr wohl so sein, da tun sich Männer besonders schwer, das so zu erklären. Wie gesagt, es gibt ganz einfache medizinische Erklärungen heute oder auch Erklärungen, ich will mal so eine Hilfskonstruktion sagen, die mir geholfen hat, als ich mal einen Film gemacht habe für die ARD zum Thema Aura. Was wissen denn die östlichen Menschen über Aura? Für die östlichen Menschen ist Aura sowie Reinkarnation eine Selbstverständlichkeit. Und diese Aura, ich habe mal eine Spezialkamera entwickeln lassen. Und in dieser Spezialkamera haben wir die Aura zum ersten Mal weltweit filmen können. Das kann man heute filmen. Mhm. Jede Pflanze, jedes Tier, alles Leben, jeder Mensch hat eine Aura. Und mir haben Mediziner erklärt, die mit Kindern und mit Aura, was Kinder in einer Aura sehen, bevor sie 4 oder 5 Jahre alt sind, sehen Kinder noch die Aura. Und wenn mit diese Kinderärzte Kindern, kranken Kindern gesagt haben, zeichne mir mal, was du da siehst. Und die haben Personen gezeichnet. Da haben die Kinder unter 4 oder 5 Jahren immer eine Aura mitgezeichnet. Und der Arzt hat dann gesagt, was ist das denn? Da haben die Kinder gesagt, ja, siehst du das nicht? Das ist das Licht, das um diese Menschen ist. Also wir können uns da sehr viel vorstellen. Für Asiaten, für Buddhisten, für Hindus ist eine Aura, die jeder Mensch hat, das Licht, das jeder Mensch ausstrahlt, eine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja heute Aura-Heiler, die habe ich in China kennengelernt. Und über die habe ich Filme gemacht. Haben deutsche Fernsehzuschauer kaum verstanden. Aber für Asiaten ist das eine Selbstverständlichkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich dieses Osterfest anders als rein physisch zu erklären. Aber da tun sich die Kirchen immer noch sehr, sehr schwer. Es muss eine Leiche sein und dann muss ein lebender Mensch sein. Natürlich hat Jesus von Nazareth, und deshalb ist das mit dem Ätherleib, glaube ich, auch sehr schwierig für uns westliche Rationalisten, ob ein Ätherleib mit seinen Freunden sich treffen und essen kann, am See Genezareth Fisch essen, was Jesus ja offensichtlich getan hat, ist für mich auch eine offene Frage. Deshalb finde ich das eine mögliche Erklärung. Aber es gibt auch eine ganze Reihe weiterer möglicher Erklärungen, mit denen wir uns das vorstellen können. Eins ist sicher. Es ist etwas völlig Außergewöhnliches passiert. Eigentlich ist es zweitrangig, ob wir uns das erklären können oder nicht. Es ist etwas völlig Außergewöhnliches passiert. Und der Erste, der es begriffen hat, war eben diese wunderbare Maria Magdalena. Ich bin mal in Magdala gewesen, am See Genezareth, sogar einige Male, weil ich diese Wege mal nachgehen wollte. Ich wollte den Wegen nachfühlen, die Jesus und Maria Magdalena damals gehen mussten, um zueinander zu kommen. Die haben vielleicht eine Stunde gebraucht, um beieinander zu sein. Und da gibt es auch archäologische interessante Ausgrabungen heute, um das alles wieder rekonstruieren zu können, wie das vielleicht vor 2000 Jahren gewesen ist. Vielleicht wissen wir da in einigen Jahren mehr. Man sollte da immer offen sein für neue Erkenntnisse. Aber für mich reicht eigentlich das, was wir heute wissen, aus der Medizin, aus der Symbolik oder aus der Nahtodforschung, die ich in der Schule von der großen Schweizer Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross gelernt habe. Ich durfte das letzte große Fernsehinterview mit ihr machen. Wir waren gut befreundet miteinander über viele Jahre. Also deshalb, das, was ich da gelernt habe in den letzten Jahren,
von modernen Wissenschaften, die heute noch nicht allgemeingut sind, leider, reicht mir eigentlich aus, um zu verstehen, was da an Ostern passiert ist. Wie genau, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall etwas ganz Außergewöhnliches auch zwischen dieser Maria Magdalena und diesem wunderbaren jungen Mann aus Nazareth. Ja, ich möchte kurz aufgreifen, Sie waren in Magdala, da gab es ja auch den Turm, der ja Magdala hieß. Und dieser Jesus hat ja in anderen apokryphen Schriften, hat er sie seine Magdala genannt, sein Turm. Also das geht ja auch ganz tief, wenn man sich überlegt, dieser Mann sagt, sie ist meine Magdala. Sie hat eine Turmpräsenz. Das sagt ja wirklich alles aus, wie er diese Frau gekannt hat, wie er sie geschätzt hat und wie er mit ihr verbunden war. Ich denke, als Mann damals das zuzugeben, sie ist die Magdala. Im Evangelium der Maria Magdalena ist auch die Rede davon, wie die Männer reagiert haben, als sie mit Maria über diese geheimen Offenbarungen, die sie von Jesus bekommen hat, geredet haben. Petrus hat einen Wutanfall bekommen. Am Anfang musste er noch sagen, unser Herr, hat dir doch Dinge gesagt, die wir nicht wissen, wir Apostel, wir Männer. Was war das denn? Und dann hat sie ihm einiges davon erklärt und hat einen Wutanfall bekommen. Es kann doch nicht sein, dass er dir so etwas Mystisches gesagt hat. Also da sieht man schon, wie schwer sich die Männer damals schon und erst recht die heutigen Kirchenmänner nach 2000 Jahren tun, um das zu verstehen, was Jesus dieser Maria Magdalena anvertraut hat. Es war ein großer Feminist. Und dieses Feministische in Jesus wollen Männer bis heute, gerade Kirchenmänner, halt nicht wahrhaben, es lieber verdrängen, aber alles, was wir verdrängen, holt uns irgendwann ein. Das hat uns Freud schon gelehrt, das hat uns Carl Gustav Jung gelehrt und es ist so. Das werden auch die Kirchenmänner heute erfahren. Wenn sie sich nicht öffnen für das, was Jesus an Feminismus ausstrahlte und was uns Jesus über Maria Magdalena weitergegeben hat, haben sie keine Chance in der Zukunft. Entweder werden sie es lernen oder diese Männerkirchen werden verschwinden. Ja, den Punkt möchte ich jetzt auch nochmal aufgreifen. Ines Nandi, die auch schon das Buch Christus-Einweihungen und Christus-Energie geschrieben hat, sie hat das Ganze weitergeführt und hat sozusagen die Botschaft empfangen, dass es nicht mehr Christus-Energie heißt, sondern Christus-Marien-Energie. Und dieser Jesus war der erste Mann, der vollkommen diese Christus-Marien-Energie verinnerlicht hat. Diese Maria als übergeordnetes Symbol für das göttlich-weibliche. Und wenn wir uns das vorstellen, dann wäre ja heute unsere Herausforderung auch, dieses Christus-Marien-Ereignis in uns zu verkörpern und das zu leben. Und das wäre für mich auch diese innere Balance, dieses göttlich-weibliche, göttlich-männliche in uns vereint als Christus-Marien-Energie. Finde ich eine wunderbare Version, das so weiterzuführen. Und das hat für mich dieser Jesus verkörpert und die Maria Magdalena genauso. Er hat ihr ja gesagt, also diese Verbindung zwischen männlich und weiblich ist das Allerentscheidende überhaupt. Und das ist die größte Sünde der Kirche, dass sie das nicht begriffen hat. Das, was Jesus der Maria Magdalena, dieses Mysterium der Integration und des Verbindenden, also diese Versöhnung zwischen männlich und weiblich. Ich glaube, und da ist die Kirche natürlich schuldig geworden, 2000 Jahre lang, dass die ganze Entwicklung in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft so einseitig verlaufen ist, wie jetzt 2000 Jahre oder eigentlich noch viel länger, das ist die große Sünde, die größte Sünde überhaupt der Kirche. Diese Integration, diese Versöhnung zwischen männlich und weiblich durchdringt ja alles, was heute ist. Also Yang-Yin-Verbindung, wie die Chinesen sagen oder Konfuzius gelehrt hat. Oder Herz und Verstand zusammenbringen, um ganzheitlich zu werden. Oder in der ganzen Umweltbewegung, Ökonomie und Ökologie. Ökologie eher die weibliche Herausforderung, Ökonomie eher das männlich-rationale. Das zusammenzubringen, also das
In Ansätzen lernen wir das ja gerade. Kluge Ökonomen sagen uns heute, die intelligentere Ökonomie ist künftig die Ökologie. Das Weibliche an der Ökonomie ist die Ökologie. Also eine ganze Reihe von Dingen gibt es, nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch auf politischer und gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene müssen diese Versöhnungen endlich stattfinden. Das, was getrennt war über Jahrtausende, muss zusammenkommen. Und dann eigentlich können wir erst richtig Ostern feiern. Ich will mal am Beispiel Jesu, mit dem ich mich in 8 Büchern beschäftigt habe, das noch mal etwas verdeutlichen, was ich in der Schule von Hannah Wolf gelernt habe, weil Jesus und wie Jesus dieses herrschende Patriarchat überwinden wollte. Die Hannah Wolf schreibt: Im Gegensatz zum herrschenden Patriarchat war Jesus ein wahrer Mann. Ein Mann von hochentwickelter Anima, von exzeptioneller Integration und Individuation, also Menschwerdung, Individuumwerdung. Er war ein Mann mit schöpferischem, gültige Werte setzendem Gefühl. Er stellte alle inflationäre Scheinmännlichkeit durch sein bloßes Selbstsein bloß. Er ist exemplarisch für alle Zeit der hominine Aufruf zur nicht destruktiven, sondern zur schöpferischen Männlichkeit der Zukunft. Und dieses Integrative, das ist das, was Jesus in der Schule seiner Gefährtin, seiner Partnerin, seiner Freundin, Maria Magdalena, manche sagen ja auch seiner Ehefrau, ob das so war, ist eigentlich zweitrangig. Und dann, die Männer wollen ja immer wissen, hatten die Sex, hatten die Kinder, alles nebensächliche Fragen im Grunde genommen. Da sieht man, wie die Kerle eigentlich ticken. Sie wollen immer nur das eine. Meistens das Nebensächliche. Also das gehört ja dazu. Das will ich ja nicht ausschließen. Ich will auch Sexualität zwischen Jesus und Maria Magdalena nicht ausschließen. Aber ist das denn so wichtig? Sie waren partnerschaftlich. Das ist das Entscheidende. Und sie haben Partnerschaft, gelebte Partnerschaft vorgelebt. Wobei es ja auch eine heilige Sexualität gibt und die wäre durchaus vorstellbar, die ja wirklich dann auch noch transformiert, die mit dem Göttlichen verbindet. Und da die Kirche ja gegen Sexualität etwas hat, darf das natürlich nicht sein. Ne? Aber da müssen wir uns auch gar nicht dran aufhängen. Ich möchte nochmal auf zurückkommen, was Sie vorhin sagten, wo es auch wieder konkreter wurde. Ne? Jetzt auch zum Beispiel, ich denke auch in den Bereichen, wo Sie sich engagieren, Thema Umwelt, Frieden und so weiter, hier nochmal ganz ins Praktische reinzukommen, vielleicht, dass nochmal so Anregungen kommen, was können wir heute tun? Womit können wir uns heute befruchten, dass das Ganze kreativ zum Ausdruck kommt? Das Wichtigste ist, dass wir die Natur und das, was sie uns gibt, endlich mehr schätzen und mehr anerkennen und sie nicht so verletzen, wie wir das bisher getan haben. Ich will mal ein Beispiel bringen, was mich in den letzten 30 Jahren umgetrieben hat. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in 1 Million Tagen angesammelt hat. Das heißt, wir verbrennen, ohne an die Folgen zu denken. Sehr männlich. Ohne an die Folgen zu denken. Wir verbrennen in wenigen Jahrzehnten, woran die Natur, also Mutter Natur, 300 Millionen Jahre gearbeitet hat. Ein sehr männliches Verhalten. Wir klammern die Folgen aus. Oder wir bauen Atomkraftwerke und wissen nicht, wohin mit dem Müll. Wir klammern die Folgen aus. Oder wir heizen den Planeten auf, ohne an die Folgen für Kinder und Enkel zu denken. Das alles ist sehr einseitiges männliches Denken und männliches Tun, weil wir die Folgen ausklammern. Unsere Welt ist heute so verletzt, weil das weibliche Prinzip so verletzt wurde und weil es so vernachlässigt wurde. Es gibt nur Heilung für uns Männer und für uns Frauen in dieser verletzten Welt. Wenn wir ganzheitlich werden, wenn wir vollkommen werden, wenn wir Weibliches und Männliches integrieren, so wie das jetzt ansteht. Also nur diese Vereinigung, diese Versöhnung der Gegensätze kann uns helfen, in einer besseren Welt vielleicht sogar, um zu überleben,
als Spezies Menschheit. Was wir heute tun, ist nicht Homo sapiens. Was wir tun, ist Homo Dummkopf. Das heißt einseitig männlich und nicht vollkommen ganzheitlich. Das ist der entscheidende Punkt für das Überleben unserer ganzen Spezies. Und in der Umweltfrage ist es ganz offensichtlich dabei. Sind die Alternativen so simpel und so einfach? Die Sonne scheint auf jedes Dach. Die Sonne schickt uns 15.000 Mal mehr Energie, als wir haben, als wir heute verbrauchen. 15.000 Mal mehr. Das heißt, von Natur aus, von Mutter Erde aus, gibt es eigentlich gar kein Energieproblem. 15.000 Mal mehr kommt an, als wir verbrauchen. Was machen wir in Deutschland? Wir holen Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien, Kohle aus Südafrika und die Sonne, die auf jedes Dach scheint, kostenlos übrigens und umweltfreundlich, nutzen wir nicht. Wie intelligent ist das denn? Allein unser Energieverhalten zeigt, dass wir mit dem Verstand allein, männlich, niemals zur Vernunft kommen, leiblich. Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Gerade die Energiequellen sind ja das, was Geld einbringt. Ne? Und die Entscheidungsträger ja stark auch damit daran interessiert sind, dieses Geld zu verdienen, sag ich mal. Lassen Sie auch nicht zu, welche Alternativen oder nur bedingt zu, welche Alternativen möglich sind. Zum Beispiel gibt es ja durchaus schon die Möglichkeit, freie Energie herzustellen. Ne? Das wäre zum Beispiel mein Wunsch, dass dadurch die Umwelt geschont wird. Die Sonne ist natürlich auch eine freie Energie. Ja, natürlich ist die Sonne eine freie Energie. Jesus mitten in der Bergpredigt, die Sonne des Vaters scheint für alle. Für Gerechte und Ungerechte, für Gute und Böse. Das ist die Lösung. Worauf warten wir? Bei der freien Energie bin ich skeptisch, habe ich viel zu viel gesehen, was nicht funktioniert. Aber Sonne, Wind, Bioenergie, Wasserkraft, Erdwärme, Strömungsenergie der Ozeane, alles ist da. Und zwar von Mutter Natur aus. Mutter Natur, das heißt nicht zufällig nicht Vater Natur. Also was wir in der Schule von Jesus und Maria Magdalena lernen können, ist heute überlebensnotwendig. Wir müssen gar nicht so viel erfinden. Wir müssen nur nutzen, was wir heute schon wissen. Aber wir leben alle nicht auf der Höhe der Zeit. Das ist unser Hauptproblem. Sehr schön. Ja, sind wir jetzt mittendrin in Ihrem Engagement. Eine Frage an Sie. Wir kommen ja bald zum Ende unseres Interviews. Ja. Eine Frage, woher beziehen Sie Ihre Motivation, sich so in diesem Umfang zu engagieren? Also jeder Mensch braucht Vorbilder. Und mein großes Vorbild in die Schule, in das ich dann ging, war das große Vorbild Jesus von Nazareth. Gelernt habe ich viel von Carl Gustav Jung. Gelernt habe ich noch mehr von meiner Frau, mit der ich seit 52 Jahren zusammen bin, bei allen Krisen. Wir haben viel voneinander gelernt. Oder auch von unseren Kindern habe ich sehr viel gelernt. Oder von feministischen Theologinnen wie Hannah Wolf oder Christa Mulak, in deren Schule habe ich sehr viel gelernt. Oder die Energie von innen. Eigentlich, wenn ich gefragt werde, also Energie ist für mich das große Lebensthema geworden. Wahrscheinlich ist Energie ein anderes Wort für Gott. Gott ist Energie. Gott ist Geist, hat Jesus gesagt. Und Gott ist Liebe. Also diese drei Definitionen, Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Energie. Wenn ich das durchdringe, durchmeditiere, bei einem täglichen Waldspaziergang zum Beispiel, dann habe ich viel Kraft und Energie, in diesen Fragen weiterzumachen. Oder, was die Integration von männlich und weiblich angeht, eben Maria Magdalena. Nicht die heutigen, diese schrägen Vögel im Vatikan, wir haben ja eine ganze Menge dort, die sagen ja immer, alle Menschen sind gleich. Wissen Sie, ich glaube das erst dann. Ich nehme das Ihnen dann ab, wenn wir die erste schwarze Päpstin haben im Vatikan. Dann kann man Ihnen das vielleicht abnehmen. Vorher nehme ich Ihnen das nicht ab. Sehr schön. Ja, ich freue mich schon, dass Sie sich beschäftigen mit Ihrem nächsten Buch über Maria Magdalena. Und ich würde mir wünschen, wir könnten dann unser Interview fortsetzen. Wenn dieses Buch dann auf dem Markt ist, würde ich Sie heute schon herzlich einladen, dass wir dann ein Gespräch fortführen. Jetzt zum Ende. Ich würde gerne machen, wenn ich noch etwas hinzufügen darf, was ich gelernt habe beim Schreiben dieses Buches jetzt schon. Ich bin ja mittendrin.
Wenn es diese Maria Magdalena nicht gäbe, wir müssten sie erfinden. Das betrachte ich jetzt als ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für dieses sehr engagierte Gespräch, für diese Inspirationen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie ja noch viele, viele Jahre in diesem Engagiertsein unterwegs sind, an der Seite Ihres Freundes Jesus. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen sehr. Sie heißen ja sicher nicht zufällig Maria Magdalena. Bleiben Sie diesem Namen einfach treu. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ich danke. Wunderbar.